Bei uns wohnt eine Hure. Und dann kommt sie irgendwann an und streicht ihre Lippen so an deinem Ohr lang. Eine Hure hat Geschlechtsverkehr mit Männern, die sie nicht kennt. Gib sie 50 Euro und dann geht sie dir an die Hose. Sie ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Ballerst du sie dann von hinten, von allen Seiten. Niemand sollte sie nuttig nennen. Das ist kein schönes Wort für einen ehrlichen Beruf. Jerks, Dienstag, 22:10 Uhr, Pro 7.